wie ich es im letzten Video schon angekündigt habe, das ist das Video gewesen, wo der Bundesrechnungshof das Sondergutachten oder den Sonderbericht rausgebracht hat zum Thema möglicher Stromausfall, möglicher Blackout. Das greife ich jetzt gerne nochmal auf. Und ich habe ja in dem Video auch gesagt, dass man eben so Dinge wie Brot selber backen kann, ganz einfach. Das wollte ich euch jetzt einfach mal zwischendurch zeigen. Einfach, um ein bisschen Entspannung auf den Kanal zu bringen. A, weiß ich nicht, ob da nicht schon wieder geblockt wird. Und B, habe ich das Gefühl irgendwo, die Leute haben es satt. Ich schaue mir da auch bei den alternativen Kanäle von meinen, also meine Mitbewerber an. Und da sinken die Aufrufzahlen auch. Ich denke mal, die Leute wollen es nicht mehr hören. Kann ich ja verstehen. Geht mir genauso. Ich bin nur noch wütend. Dann möchte ich da einfach ein wenig Mehrwert bringen. Einfach nicht bloß hinstellen und sagen, oh, die Welt ist so schlecht und überhaupt, sondern dem einen oder anderen einen kleinen Tipp mitgeben, eine Anregung, die er vielleicht sogar schon war, aber irgendwo wieder ein wenig verdrängt hat. Und da war es ja das Thema eben, dass sich Leute irgendwelche Brot kaufen, kostet ein irrsinniges Geld, das da 20 Jahre hält. Wenn er es da nicht packt, hält es genauso lang und es ist ganz einfach herzustellen. Ihr braucht da nicht viel, ihr nehmt da ganz einfaches Mehl. Und ich diskutiere jetzt nicht über Roggenmehl, Dinkelmehl, sonstiges Mehl, das kann jeder machen, wie er meint. Ich nehme jetzt einfach ein ganz einfaches Weizenmehl, aus dem Grund, weil es jeder einfach kriegen kann. Ich will jetzt da nicht die komplizierte Kochshow veranstalten. Dann braucht ihr Hefe, ihr könnt jetzt frische Hefe nehmen. Oder ihr nehmt Trockenhefe, geht genauso. Da jetzt 2 Esslöffel, das sind dann 16 Gramm. Gibt es übrigens so in die größeren Beutel, wenn man mehr davon macht, rentiert sich das. Ansonsten einfach die Klampäckli. Das Rezept findet ihr dann auch auf unserem Blog. Den verlinke ich euch da mal. Ich möchte den da wegen so als Alternativmedium noch, man weiß ja nicht, was noch alles zusammengestrichen wird. Ne? Dann braucht ihr für die Hefe grundsätzlich immer Zucker. Zucker ist für die Hefe praktisch das Futter, die Hefebakterien. Und ein Schuss Wasser. Lasst es ziemlich heiß aus der Wasserleitung raus. Wir brauchen da insgesamt 350 Milliliter Wasser, 500 Gramm Mehl, ein Päckler Hefe, so 1-2 Esslöffel Zucker. Und einen guten Esslöffel Salz, das war es aber auch schon. Dann nehmen wir uns da auf unsere Küchenmaschine die Schüssel. Mehl rein. Salz rein. Wasser auffüllen. Die Hefe lasst ihr nur einen Moment stehen, bis das richtig schick quillt. Ihr könnt die ja mal einen kurzen Moment auf die Heizung stellen oder so, dass halt richtig schön warm ist. Das machen wir jetzt auch, das zeige ich euch da gleich. Seht ihr, wie das jetzt die Hefe, wie das luftig geworden ist. Das kippt man jetzt da einfach da mit rein. Wie bereits gesagt haben, könnte man das auch mit frischer Hefe machen, wäre überhaupt kein Problem. Aber die Trockenhefe hat halt den Vorteil, sie hält ewig lang. Und übrigens, ne? Falls wieder irgendjemand sagt, braucht man doch nicht. In der Zeit, wo jetzt die Hefe da gegangen ist, habe ich Twitter durchgeschaut. Das ZDF meldet heute am 9.3.24,
Die Kommunen fordern mehr Geld für Sirenen und Bunker. Ich verlinke es euch auch unten. Ja, dann das Ganze mit dem Knethaken, also nicht Rührdinger oder so, einfach kneten. Am Anfang ein wenig langsam. Damit es nicht gleich das ganze Mehl rausschleudert. Und das Ganze jetzt einfach mal mindestens 10 Minuten kneten lassen. Da war eine Viertelstunde sein, also ist nicht schlimm. Umso besser es knetet, umso besser vermischt, umso besser wird hinterher das Brot. Der ganze Trick bei Brot ist Zeit. So. Kann man das? Ihr seht ja, wie schön das da runter geht, ohne dass es großartig klebt. Jetzt kommt das nächste mit der Zeit. Ich hoffe, scharf. Das einfach mit einem Tuch zudecken, auf die Heizung stellen und mindestens eine halbe Stunde stehen lassen. Es ist auch nicht schlimm, wenn es eine Stunde steht. So, jetzt haben wir da den Teig. Ich habe jetzt da noch ein bisschen Mehl raus. So eine Teigschabe ist da ideal. Nehmen wir uns unser Glas. Schau, dass ihr genau solche Gläser habt, also die mit dem, die da keinen Wulst haben, sonst bringt ihr das Brot am Schluss nicht mehr raus. Dann so. Das alles jetzt nur mal kurz warm stellen. Ich stelle das immer auf die Heizung, geht am besten. Und dann schalten wir den Herd ein. Auf 220 Grad und da habe ich schon mal ein Backblech rein und habe da so einen halben Liter Wasser, das halt ungefähr so viel Wasser drin steht und wie heißt das, Backpapier drunter, dass das, die Gläser dann nicht unbedingt auf dem blanken Blech stehen und Wasser rein ist relativ wichtig, dass ihr da eine gewisse Feuchtigkeit habt, dann wird das Brot schöner. Und wenn das dann jetzt Temperatur hat, nehmen wir es von der Heizung wieder runter und stellen es rein. So, unser Ofen ist jetzt bei 220 Grad. Vorsichtig jetzt beim Aufmachen, da kommt jetzt heißer Dampf raus. Ne? Nicht, dass er da mit dem Gesicht davor steht, weil dann kann es dumm ausgehen. Stellen wir das dann rein. Das lassen wir jetzt einmal ungefähr 10-15 Minuten bei 220 Grad, bis das oben ein wenig angebacken ist. Und dann stellen wir es runter auf 200 Grad und dann sehen wir uns wieder. Bevor ich es vergesse. Da haben wir jetzt 5. In der Zeit nehmen wir die Deckel. Wasser rein und einen Spritzer Essig und einfach mal einweichen lassen in Essigwasser. Hat den Vorteil, hat den Hintergrund, dass das da inner steril ist soweit in Essigwasser.
Und die kann man dann nämlich in dem Ding da drauf. So, jetzt wird es spannend. Ich zeige es euch einmal so. Ich will es bloß nicht rausholen, erkläre ich gleich warum. So schaut das Brot aus. Ich hoffe, man kann es sehen. Jetzt vorsichtig, ist very hot, ne? Und zwar ist jetzt wichtig, den Deckel im Backofen drauf zu tun. Drauf und leicht festziehen. Und vorsichtig, die Gläser sind sehr heiß. Ne? Also jetzt hätte man ein wenig mehr nehmen können. Es ist schwierig, das einzuschätzen, wie weit es aufgeht. So haben wir, man kann es eventuell halb voll machen, in etwa. Aber ist ja nicht so tragisch, es ist ja bloß zum Vorführen. So könnt ihr das jetzt stehen lassen. Ideal ist, zudecken, langsam abkühlen lassen. Wir nehmen gerne die Gläser, ich hoffe, man kann das sehen mit dem Knubbel da drin, weil es entsteht jetzt da drin ein Vakuum, wenn die Luft kalt wird, und das sieht man dann da oben schön. Also das zieht sich dann nach innen, und solange das nach innen ist, ist das auch gut. Ihr macht auf, dann macht es knack. Ne? Bitte nicht zu sehr zudrehen, also das muss nicht mit Gewalt zugeschraubt sein. Das soll bloß so handfest. Es zieht sich ja dann an, weil der, ich habe nur einen Deckel da, der Gummi da innen, wenn der zu arg drauf drückt ist, dann ist er nicht dicht. Und sowas hält jetzt. Bis ein kaputt ist, 10, 20 Jahre kann das halten, das ist überhaupt kein Problem. Lagern, kühl, dunkel, nicht zu feucht, sonst kann dieses Rosten irgendwo anfangen, weil wenn da Kratzer drin ist im Deckel, das könnt ihr ja fast nicht verhindern. Wenn es kalt ist, löst sich das in der Regel auch viel besser. Ihr könnt das jetzt da hier. Mal probieren, schon mal gut. Was wichtig ist, ist einfach die Zeit, dass der Teig gären kann. Hat A den Vorteil, er geht auf, sprich es bilden sich Luftblasen, und B, der Brotteig schmeckt nicht so nach Hefe. Das baut sich ab und es schmeckt einfach angenehmer. Aber ansonsten, so geht Vorbereitung. Es hat den Vorteil, ihr wisst, was drin ist. Man kann das auch mit Sauerteig machen. Mache ich auch demnächst noch ein Video. Ich will jetzt nicht auch permanent Kochvideos machen. Es soll ein Wechsel stattfinden. Geht genauso mit Sauerteig. Dann habt ihr im Prinzip nur Mehl, Wasser, Salz, wenn man so will. Und kann man dann noch Gewürze reinmachen. Aber mehr ist dann da nicht drin. Also man weiß ja ganz genau, was drin ist. Da geht es ja im Prinzip drum. Und es hält, wie gesagt, dunkel, kühl. Also im Keller, im Vorratsschrank lagern, halt nicht gut bei 23 Grad. Und Sonnenschein drauf. Selbst da passiert nichts. Es verfärbt sich halt mit der Zeit. Aber es wird nicht schlecht, und solange der Deckel so ist, ist es auch gut. Ich bedanke mich. Denkt dran an unserem Blog, da findet ihr das Rezept. Und dann bis zum nächsten Video.